Sicher fragst du nicht, warum du gealtert bist. Nun, du hast es ja schon geahnt, du bist kein Kokiri, du bist ein Hylianer. Ich bin froh, dir dieses Geheimnis endlich offenbart zu haben. Und damit auch herzlich willkommen zurück. Vor langer Zeit fand in Hyrule ein Krieg statt, der nahezu eine halbe Dekade andauerte. Um diesem Krieg zu entkommen, gab eine junge hylianische Mutter ihr Baby in die Obhut des Waldes. Als sich das Leben der Mutter dem Ende zuneigte, vertraute sie es dem Deku-Baum an. Der Deku-Baum ahnte bereits, dass es sich bei dem Baby um ein Kind des Schicksals handelte. Die Kokiri zogen das Kind auf und es lebte dort bis zu jenem Tag, da sich die Prophezeiung erfüllte. Du bist Hylianer. Es war immer deine Bestimmung, den Wald zu verlassen. Dein Schicksal. Nun, es hat sich endlich erfüllt. Du weißt, was du zu tun hast. Du musst Hyrule vor dem Untergang bewahren. So sei es, Klick. Befreie die Tempel von ihren Flüchen und sorge für Frieden in Hyrule. Aye, aye, Captain. Also, wie gesagt, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Und die Monster sind alle weg. Und wo wollte ich hier? Ach ja. Und wir gehen jetzt erstmals zu Zoras Reich. Denn während den 7 Jahren ist auch Zoras Reich nicht völlig unangetastet geblieben. Dazu gehen wir wieder in die verlorenen Wälder hinein. Dann hier längs, dann nach links, dann nach rechts. Und hier tauchen wir dann. Los, tauch. Tauch bitte. Danke sehr. Und schon sind wir am Wasserfall. So einfach geht das. Als nächstes muss ich die Ocarina ausrüsten. Dann muss ich nochmal nachgucken, wie das Lied geht. Ist ja klar. Ist ja das Wiegenlied rechts oben. Ne, links oben rechts. So, links oben rechts. Einmal zählt das Wiegenlied. Um hinter den Wasserfall zu gelangen. Und das ehemals schöne Wasserreich ist festgefroren. Doch nicht nur mit normalem Eis. Auch mit besonderem roten Eis, auch wenn das hier extrem seltsam aussieht. Das ist rotes Eis, also soll rotes Eis darstellen. Und auch König Sora ist in einem roten Eis gefangen. Einfach festgefroren.
Und auch unser alter Freund Lord Yabu Yabu ist nicht mehr da. Selbst wenn Zoras Quelle noch nicht völlig zugefroren ist. Sondern nur teilweise. Ja, ich bleib mal hier drauf stehen. Dann komme ich hier besser ran. Ich will hier wirklich nicht runterfallen, weil sonst muss ich wieder anfangen. Denn auf diese Eisschollen kann man sich nicht draufstellen. Okay, ich bin runtergefallen. Also, man kann sich draufstellen, aber man kann sich hier nicht so dranhängen. Anscheinend doch. Dann wurde das in dem neuen Teil rausgenommen. Da kann man sich nämlich wirklich nicht mehr dranhängen. Weil sich dann immer das Gewicht anders verlagert. Aber hier scheint das... Ach doch, hier bei der Eisscholle schon. Bei der großen aber nicht. Hier scheint das eher weniger das Problem zu sein, bei ihmchen hier. Zumindest war es das gerade noch. Oder war es das? Oder war es das du? Du warst das. So, na gut, dann halt nochmal einmal hierhin. Einmal hierhin, einmal hierhin, einmal dahin und dann an Land. Und das ist die Höhle, von der ich gesagt habe, dass man da später noch reinkommt. Und dieses später ist jetzt. Die Eishöhle. Voller Gefahren, voller spitze Eisstacheln. Und voller seltsamer Kreaturen. Okay, er hat mich erwischt. Hä, das ist jetzt aber gemein. So, und jetzt nur noch dich hier. Okay, der will nicht. Warum auch? Ich würde auch nicht wollen. Aber ich muss den umbringen. Weil sonst komme ich da nicht durch. Ach, da ist er. Waren das im neueren Teil auch schon diese drei Teile? Ich dachte, das wären da Fledermäuse gewesen. Ich weiß gar nicht warum, aber... Na gut. Hier ist so ein komisches Schachbretteis, das kennt man ja. So, und hier jetzt sich die silbergrauen Rubine schnappen. Aua, toll, ich dachte, das erwischt mich hier nicht. Einmal den hier oben. Einmal den unter der Skulltula. Was machst du denn? So, Kollege. So, Kollege. Du gibst mir mal deine goldene Skulltula und dann ist alles gut. Ich muss auch gleich die ganzen Feen auslernen, weil ich möglichst viele Behälter brauche. Aber ist das schon der nächste Raum? Und warum hat dieser Dungeon hier in dem alten Teil noch keine Karte? In dem neuen hat er wenigstens eine Karte, nach der man sich so ein bisschen richten kann. Gut, einfach mal durch das Ding durchgerollt, ist mir auch egal.
Eisfledermäuse. Tückisch. Die hat mich erwischt. Aber ich sie auch. Nein. Mist. Ey. Kollege. Kollege. Okay, Kollege ist weg. Ja, was machst du? Ich frage am besten gar nicht. Denn Eis scheint links so ein bisschen unbeholfen zu sein. Und springen will er anscheinend auch nicht richtig. Warum auch? Eigentlich könnte ich doch. Zieht das an oder macht das nur Aua? Zieht an. Nö, ja, also ich mein. Toll, danke. Mach ich wenigstens mal den Typen kaputt. Wenn ich schon nichts anderes machen kann und zu blöd zum Springen bin. Also Link hat wirklich irgendwie keine Lust darauf, dieses Eisding hier zu machen. Ah, Mensch, Mensch, Mensch. Hierauf. Du musst nicht. Nein, 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 nein. Du musst nicht schießen. Du solltest das nur ausrüsten. Genau, das war richtig. Das ist blaues Feuer. Es wirkt übernatürlich. Aber vielleicht kannst du es ja für irgendwas gebrauchen. Oh, wenn ich nur wüsste, für was. Huh. Sehr schwierig. So, einmal bitte raus mit dir. Einmal bitte. Einmal bitte. Raus mit dir. Ach ja, raus mit dir. Nein, falsches raus mit dir. Das ist raus mit dir. Und die letzte darf auch noch in Freiheit gelassen werden. Und jetzt Nummer 1. Blaues Feuer eingefangen. Es ist eine kalte Flamme. Benutze sie mit den Pfeiltasten. Oh, blaues Feuer und blaues Feuer. Das können wir auskippen. Toll, danke. Naja. Zumindest so ein paar Rubine. Dahin. Dahin. Feuer sammeln. Also so Feineinstellungen gibt es wahrscheinlich gar nicht. Weil entweder ich bewege mich gar nicht oder Link rennt gleich. Ich kann ihn gar nicht so ganz leicht nur in eine Richtung datschen lassen. So, hier, raus mit dir. Und gib den Ranz her. Gib den Ranz her. So, Labyrinthkarte, wenigstens das.
Und einmal bitte nochmal auffüllen. Und dann können wir auch raus aus diesem Raum. Endlich. Nach so langer Zeit. Viel zu lange hier verbracht. Ja, ja, du mich auch. Du mich auch. So, wieder hier. Nummer 1. Ich weiß nur nicht, welches jetzt der richtige Weg ist. Denn ich will zuerst zum Falschen. Da ist dort noch ein Herzcontainer. Und noch ein weiteres blaues Feuer gibt. Ich glaube, das ist der richtige. Ja, das ist der richtige. Okay, das ist. Vielleicht sollte ich hier durchgehen. So, einmal bitte den Herzcontainer. So, und dann nehme ich auch noch, wenn ich darf, einmal den hier. Jetzt habe ich vergessen zu speichern, weil ich aus Versehen auf B gedrückt habe. Aber das ist egal. Den Typen hier nehme ich trotzdem. Drüben sind nur Fledermäuse. Aber es hindert mich trotzdem nicht daran, das Feuer auszukippen. Ich weiß gar nicht, was die Fledermäuse haben. Los, hol dir den Kompass raus. Sehr gut. Guten Tag, Mr. Maus. Und den nochmal da drauf legen. Und jetzt speichere ich wirklich. Und einmal Feuer. Und ein zweites Mal Feuer. Und ein drittes Mal Feuer. Und raus hier. Dann können wir jetzt auf die andere Seite gehen, den richtigen Weg entlang laufen. So, einmal entleeren. Na komm. Ach, das ist das. Ich dachte, das wäre erst gegen Ende. Ja, ich dachte, ich hätte noch meinen Enterhaken. Das ist dann wohl nicht ganz richtig gewesen. Ist auch noch eine Maus. Und da ist auch noch eine Maus. Komm her, Mausi. Mausi. So, Mausi ist weg. Da oben ist blaues Feuer. Da drüben ist das rote Teil. So. Also Nummer 1. Nummer 2. Da komme ich nur mit diesem Teil ran. Und da auch. Okay. Dann Nummer 3. Ja, toll. Das ist so, das war gekonnt. Das ist überhaupt keine Verschwendung.
So, Nummer 3. Als nächstes muss ich das Ding hier runterschieben, damit es an einer anderen Stelle neu auftaucht. Also wieder am Anfang neu auftaucht. Dann kann es nämlich dahin. Ja, so war das geplant. Fast. So, herab. Nicht so weit herab, bitte. Komme ich an den Rest? Ehrlich gesagt würde ich noch gerne an das Feuer rankommen. Okay, ich bin am Feuer ran. Ja, ich wollte gerade sagen, ehrlich gesagt würde ich noch gerne ans Feuer rankommen, weil ich noch welche brauche, damit ich den König auftauen kann und vielleicht noch den Weg zum Shop. Aber das hat sich dann damit erledigt. Ich bin ja am Feuer. Na komm. Ist da noch genug Platz? Link, Vorsicht, Vorsicht, Link, 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 links. Link guckt nach links. Nein, eigentlich braucht er das nicht, aber egal. Da kann, oben kann ich wieder die Vogelscheuche hinsetzen, deswegen ist wieder die, ist wieder Navi grün und aktiviert. So, einmal das. Damit wir da hin können. Nein! Ich habe zu spät gedrückt.